Moin moin liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Es gab heute ein Update, aber irgendwie will das bei mir nicht funktionieren oder ich bin zu blöd dafür. Ich habe das vorhin schon bei einem anderen gesehen, da sind hier unter die wahlweise Einbahnstraßen zu ändern oder halt die normalen Straßen zu ändern. Das ist wirklich ein schönes Tool, aber irgendwie habe ich das jetzt auf die Schnelle nicht hingekriegt. Ich habe einen langen Arbeitstag hinter mir. Deswegen habt Nachsehen mit mir. Ich werde mich umgehend darum kümmern in der nächsten Zeit. Die ist leer und die wollten wir schon leer machen. Haben sie aber ausgeschaltet. Jetzt können wir sie leer machen. So, wir wollen uns mehr Strom holen. Wir haben zu wenig davon. Hier kann man die ja nicht bauen, die kann man im Wasser bauen. Das sind fortschrittliche Windturbinen. Die sind preis-leistungstechnisch absolut okay. Deswegen werde ich hier jetzt einfach mal zwei Stück hinsetzen. Das sollte vorerst reichen. Und die werde ich jetzt mit einer Stromtrasse, das ist ja modern heutzutage, so eine Stromtrasse, mit dem Industriegebiet verbinden und damit sind wir auch mit allen anderen verbunden. Und unsere Stromprobleme haben sich vorerst erledigt. Ja, ihr seht, der Verkehr läuft ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren, muss ich sagen. Aber ich habe auch erst 12.000 Einwohner. Wir haben das Gebiet hier hinzugewonnen, letzte Folge. Brauchen hier aber noch Polizei, den man hier sieht. Die sollen die natürlich haben, die sollen keine Angst haben. Die armen Menschen. Des Weiteren brauchen wir noch einen Friedhof hier. Den könnte man gut an die Autobahn stellen. Wollen wir aber nicht. Hier mitten rein ist auch too much. Wo stellen wir die denn jetzt mal hin? So auf die Schnelle. Das wäre doch nicht schlecht. Ist eine Einbahnstraße, aber das macht nichts. Die freuen sich alle. Strom kriegt er, haben wir Wasser überall, wir haben da auch Wasser überall. Wir wollen natürlich auch noch weiter unser Gebiet ausbauen hier. Mal gucken, was wir hier noch alles so an Gebäuden hinkriegen. Hier machen wir noch ein bisschen Gewerbe hin. Was ich noch vorhabe, ich finde dieses Autobahnkreuz total doof. Da man das hier so schlecht nachher nutzen kann. Außerdem können die hier nicht mal eben umdrehen, wenn die in die andere Richtung raus wollen aus meiner Stadt. Die müssen immer, ist natürlich von mir eine Fehlplanung, hier rauf auf die Autobahn und hier können sie nur rechts oder links weiterfahren und müssen halt immer den Umweg nehmen. Deswegen wollte ich hier ein Autobahnkreuz hinsetzen, dass das Ganze ein bisschen entschlackt. Dazu muss ich natürlich auch. Ist das auch eine Einbahnstraße hier? Ja. Ne, ist es nicht. Die hätte ich jetzt natürlich schön umwandeln können. Naja, gut. Macht aber auch nichts. Die ziehen wir einfach nochmal hier oben hin. Und reißen den Rest hier weg. Eigentlich wollten wir ja eine Bahnanbindung machen. Aber da weiß ich noch nicht genau, wohin, ja, wohin ich die setzen werde. Da muss ich noch mal gucken. Ich denke, dass wir die hier mit an der Autobahn anschließen könnten. Dass wir hier noch ein Kreuz hinsetzen und einfach hier eine riesen Einbahnstraße machen, die direkt an die Autobahn geht, um halt den ganzen Verkehr hier rauszuschlacken. Aber das kommt dann später.
Wie gesagt, wir werden jetzt hier so schön ein Autobahnkreuz. Das könnten wir hier schön hinsetzen. Und hätten hier hinten noch einen Anschluss für ein neues Gebiet. Und könnten das Gebiet hier noch entölen sozusagen. Hier ist nämlich Öl drunter. Kann man sehr gut erkennen, auch von oben. Hier ist nämlich Öl drunter. Und hier ist auch Öl drunter. Das ist so etwas gelblich. Nicht so gelblich, weil da ist wieder Agrargebiet. Hier hinten sieht man das nochmal. Da oben. Und da sind Erze auch drin. Wir haben auch bald Erze zur Verfügung. Uiuiui, es gibt noch so viel zu tun. So, wir machen mal fix Pause. Und schmeißen mal unser Geld hier ein bisschen aus dem Fenster. Mit 57.000 sollten wir eigentlich auskommen. Sieht doch schon ganz schön gut aus. Ah, wir drehen das noch ein Stückchen hier so. Ne, wir machen das ja. So können wir das gut machen. Das hat schon wieder ein Heidengeld gekostet. Aber das macht nichts. So, das hier. Kurvig natürlich. Na, nicht so kurvig. Na. Disst mich ruhig dafür, das ist okay. Das habe ich nicht anders verdient. Ja, das reißen wir hier weg. Das ist leider unbrauchbar. Wenn wir nachher das Ölgebiet noch haben wollen. Was wir natürlich, also ich zumindest, finde, dass wir das gerne haben wollen. So. Okay, das war jetzt etwas zu viel. Müssen wir natürlich auch noch die andere Umgehungsstraße anbauen. Und zack, haben wir dann entschlackt und jetzt gucken wir mal, was die Fahrzeuge machen. Die verschwinden oder fahren halt einfach auf die Autobahn rauf. Und jetzt, wenn die jetzt halt von hier kommen in die andere Richtung wollen, können die hier einmal einen Dreher machen und hauen einfach ab. So, jetzt hätten wir noch Zeit. Ich gebe ein bisschen Gas, hau noch ein paar Gewerbegebiete raus. Die wollen ja hier unbedingt, nee, Industrie ist das. Die wollen ja hier unbedingt mit Industriegebiet weitermachen. Also wollen wir denen natürlich die Möglichkeit dazu geben. Industrie gibt ja auch immer Geld. Und neues Geld. Hm? Ein Teufelskreis. Jetzt kommt man hier aber gar nicht rein. Ja, doch. So. Jetzt kommen die auch hier wieder rein. Natürlich kann man das Ganze auch von hier nochmal machen. Das habe ich ganz vergessen. Ja, dann musst du da halt dran glauben. Ja, okay, ist außerhalb der Stadtgrenze. So. Und wir können natürlich auch, weil hier die Einbahnstraße auch endet, können wir die Straße auch wieder hier raufführen lassen. Ob das gut geht, weiß ich noch nicht. Aber wir schauen uns das an. Ihr seht, hier ist viel Verkehr. Wir wollen ja auf jeden Fall den Bahnhof haben oder Bahnhof alleine.
kostet schon 60.000 Tacken. Nur ein Güterzugbahnhof. Aber der eine Güterzugbahnhof, der kann auch schon ganz schön was wegmachen. Von daher bereiten wir das, würde ich sagen, vor. Und zwar natürlich mit meiner Lieblingsstraße. Mit den Einbahnstraßen. Aber wir reißen die mal weg hier. Und ziehen die etwas weiter nach außen. Das Gebiet hier wird eh im Moment nicht gebraucht. Ja, so. Nicht schön, aber selten so. Ah doch, ich finde das geht. Und wenn wir uns jetzt das Ding hier so aussuchen, das ist natürlich schon ganz schön gut. Und wir können hier außen... Wir können auch einfach die Autobahnanbindung hier nutzen. Hier ist eh genug Verkehr und hier ist auch noch genug Platz. Und wäre denn diese Autobahn zur Bahn umbauen hier, zum Bahnhof führen. So. Und vom Bahnhof natürlich auch wieder weg. So. Da der Bahnhof nicht an einer Autobahn gebaut werden kann, müssen wir natürlich dazwischen noch ein bisschen Einbahnstraße haben. So, jetzt muss ich aber mal gucken, bevor ich das jetzt falsch baue, was ich jetzt schon wahrscheinlich falsch angefangen habe, muss ich jetzt gucken, die fahren... Kann ich mit rechts rum nicht drehen? Okay. Die fahren. Von der rechten... doch. Die müsste ich so rum hinstellen. Warte. Platziere die mal so. Na. So müsste ich die hinstellen, damit die von oben reinfahren und unten... Nee, gar nicht. Von unten fahren die rein. Doch, ich habe richtig geplant. Das ist gut gelaufen. Ja, damit wir hier keine rechten Winkel drin haben. Ja, okay. Mache ich hier vorsichtshalber, reiße ich hier nochmal einmal weg. Und zwar wollen wir hier keinen rechten Winkel direkt drin haben, sondern weiche Straßen, damit der Verkehr gut rein und rausfließen kann aus dem ganzen Gebilde, was wir hier bauen. So, jetzt sind wir auch schon fast so weit, dass wir alles haben. Wir müssen aber auch noch Schienen legen. Die kann ich aber erst legen, wenn wir den Güterzugbahnhof gebaut haben. So, den habe ich letztes Mal gebaut. Ja, so rum. Gut. Strom brauchen wir dafür. Den holen wir uns von unserer Stromatik-Trasse hier. So. Und ich glaube, ja, Wasser brauchen wir auch. Das holen wir uns schnell mal. Hier ab. Wundervoll. Und somit, weil wir das gebaut haben, haben wir jetzt die Schienen freigespielt. Die machen wir auch kurvig natürlich. Unter der Stromschiene drunter durch. Ja, nee, ja, nee, nee, ja.
Zwar könnte man das jetzt so machen. Das sieht ja ein bisschen hübscher aus als diese Welle, die wir da gerade zur Verfügung hatten. Nicht genügend Geld. Oh, die Brücke ist doch schick. So, eine wollen wir haben. Wo war sie denn jetzt? Da war sie. Da. Da. Na. Sage mal. Da ist sie doch. Dann lassen wir die doch um eine erhöht. So dass wir zumindest erstmal. Haben. So. Jetzt können wir von da aus wieder runtergehen. Das sieht doch auch schick aus. Okay, runter aus. Einmal über die Autobahn. Schließen uns den ganzen Kram gleich natürlich an. Dazu fehlen uns leider noch einen komischen Tausender gleich. Da geht gleich los. Wir sind gleich soweit. Ihr seht das auch schon. Nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Das wäre schön gewesen. So würde ein ordentlicher Anschluss aussehen. Na gut, dann machen wir das so. Jetzt ist das Ganze angeschlossen und in Betrieb. Dann machen wir jetzt noch einen Anschluss aus der anderen Richtung. Damit sie aus beiden Richtungen hier anreisen und abreisen können. Hier ist ja schon wieder ein Feuerwehrproblemchen. Und ein Verkehrproblemchen. Und das Ganze, weil ein Feuer brennt. Und ein Feuerwehrwagen das Ganze hoffentlich noch löscht. Nein, leider nicht geschafft. Jetzt muss der Verkehr sich erstmal wieder regulieren. Der hat sich natürlich dementsprechend schon weit zurückgestaut. Die Brücke nehmen wir hier auch weg. Sonst fahren nämlich viele, die außen über die Autobahn rumfahren, fahren nämlich sonst hier durch. Und das will ich nicht. So, hier kann man sehr schön sehen, dass ich das hoffentlich richtig rum geplant habe. Dass sie von rechts reinfahren. Und da kommen sie raus. Genau richtig gemacht. Das hätte ich nicht richtiger machen können. Und dann kommen sie von hier aus direkt auf die Autobahn, können in alle Himmelsrichtungen abhauen oder halt bei uns ins Gewerbe, Industrie und alle anderen Gebiete. Ja, dementsprechend kommen sie natürlich von außen hier rein. Ja. Ist noch Optimierungsbedarf vorhanden, aber ich finde, für den Verkehr und die Größe, die wir jetzt mittlerweile haben mit den 13.000, okay, es ist jetzt nicht übermäßig viel. Sag mal, wo sind meine Geräte hier überhaupt hin? Ich habe hier extra einen hingesetzt. Da ist eine, da ist eine, da ist eine. Ja gut, komm, ey, ich krieg noch einen zweiten.
setzen wir den denn jetzt mal hin? Ist gerade ein Gebäude abgebrannt. Das sieht eigentlich schon ganz schön gut aus. Haut aber natürlich richtig was an Einwohnern weg. Und das wollte ich vermeiden. Setzen wir die dahin. Die Friedhof setzen wir dahin. So, das war's soweit in dieser Folge. Ich hoffe, in der nächsten Folge mit den Upgrade-Tools, dass man die Einbahnstraßen umbauen kann. Soweit bin ich zufrieden. Die Toten werden leider immer noch nicht abgeholt, obwohl 10 von 10 Fahrzeugen unterwegs sind. Ich werde die Straße hier... Ich kriege schon wieder das Ende nicht. Gut. Ja. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein bisschen optimiert. Wir haben die Kreuzung verändert. Wir haben hier ordentlich... Ja. Der findet richtig Anklang. Das Wichtige ist, wo ihr drauf ihr achten solltet, dass die von der rechten Seite hineinfahren, wenn man davor steht. Und aus der linken Seite kommen sie raus. Ansonsten, ich habe das letztes Mal leider in meinem eigenen Spiel falsch rumgebaut. Wenn die von hier aus reinfahren, dann blockieren die natürlich die Rausfahrenden rechts. Von daher, seht zu, dass ihr das auch richtig macht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn ja. Schaltet natürlich beim nächsten Mal morgen wieder ein. Alter, die fetzen hier richtig um die Kurve. Guckt euch das mal an hier. Boah, hier. Die brennen um die Kurve hier. Alles bewegt sich. Ja, wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit. Und bis morgen. Tschüss.